das perfekte Geburtstagsgeschenk, was das hier erzeugt, das möchte ich euch heute auf jeden Fall präsentieren. Es muss nicht immer teuer sein, sondern es kommt darauf an, wie man schenkt und mit wie viel Liebe man etwas schenkt. Und dieses Produkt trifft den Kopf auf jeden Fall auf den Nagel. Ab geht's nach dem Intro. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Programmer vom Videocheck. Das ist die wohl coolste Geburtstagskarte, die es gibt auf der Welt, beziehungsweise eines der coolsten Geschenke. Klar, es gibt die Dinger, die man aufmacht, die dann anfangen loszujaulen. Aber das Ding ist hier komplett anders und deswegen gucken wir uns das mal genauer an. Am besten sind immer noch persönliche Sachen. Eine Karte schreiben mit lieben Worten. Und es gibt wirklich tausende von Karten, aber diese Karte ist besonders. Wir haben natürlich hier einmal so einen schön geplotterten Aufdruck, Aufkleber drauf, wo Happy Birthday draufsteht. Und diese Karte hat eine Größe von 17x17 und ist eine 3D-Karte. Passt mal auf, ich mache die auf und dann seht ihr, was passiert. Wir sehen und hören auf jeden Fall, wir haben nicht das typische Geburtstagsgedudel, sondern wir haben eine persönliche Nachricht drauf. Wir können auch selber Nachrichten drauf sprechen. Ich zeige euch mal, wie das geht. In der Karte haben wir einen Aufnahmeknopf. Den können wir gedrückt halten, bis der Piepton ertönt. Und dann können wir so oft wie möglich, also wir haben jede Menge Versuche, hier eine Nachricht drauf zu sprechen. Wir haben die Möglichkeit, hier eine Grußbotschaft in Länge von 30 Sekunden drauf zu sprechen. Ein Lied oder zum Beispiel irgendwas Tolles für die Mutter sagen oder ein Gedicht von den Kindern. Oder sonst irgendwas, der Hund, der bellt oder die Katze, die miaut. Also nochmal als Beispiel, ich drücke die Rekordtaste. Happy Birthday, liebe Mama. Leider kann ich an einem Ehrentag nicht persönlich da sein. Ich werde die Tage vorbeikommen mit einem dicken, fetten Blumenstrauß und 1000 Küsse an die beste Mutter der Welt. Muah. Und somit haben wir ein persönliches Geschenk. Wir brauchen keinen übelst teuren Fleurop-Blumenstrauß. Wir können dann persönlich nachher unser Geschenk noch übergeben und haben so auf jeden Fall eine coole Sache. Ich finde es mega. Man kann hier noch was mit draufschreiben. Das Design ist wirklich richtig cool. Wir gucken uns das nochmal im Detail an. Gibt es auf jeden Fall bei Amazon. Ich habe euch den Link unter dem Video in die Infobox mit reingepackt. Und ich habe euch auch einen Gutscheincode mit reingepackt. Guckt mal, ob der funktioniert. Das war mal von mir eine coole Idee zum Geburtstag. Finde ich mega nice, mega geil und mega persönlich. Ich spreche meine Nachricht drauf. Ab im Briefkasten. Los geht die Reise. Denkt dran, ausreichend Porto. Euer Programmer. Ciao. Ach ja, Abo nicht vergessen.